Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da oder dass Sie wieder da sind. Kennen Sie das auch, dass Sie theoretisch viel Freiraum haben und trotzdem ein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie diesen Freiraum nutzen oder wenn Sie freie Zeit verbringen? Und das ist spannend, dass gerade in der heutigen Zeit, wo viele Führungskräfte von den unterschiedlichen Standorten aus arbeiten können, trotzdem einige, die ich kenne, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich dann mal um sich kümmern oder wenn sie sich Freizeit gönnen. Und wenn Sie das kennen, dass Sie sagen, ich würde gerne, gerade wenn Sie engagiert sind, viel arbeiten, dass Sie sagen, ich würde aber dann, wenn ich frei habe, gerne diese Zeit ohne schlechtes Gewissen verbringen, dann sehen wir uns direkt nach dem Intro, denn da werden Sie erfahren und lernen, wie Sie ganz einfach mit gutem Gefühl auch Ihren Freiraum nutzen können. Und auch heute lasse ich Sie wieder aus der Praxis direkt aus einer Einzelsession von der jungen Führungskraft profitieren. Zuerst aber, und ich habe das Video in drei Teile strukturiert, lassen Sie uns über eine Grundüberlegung mal sprechen. Denn das ist vielen Menschen gar nicht klar, dass man zwar Ergebnisse kontrollieren, messen kann, dass man aber bei Führungskräften, insbesondere Engagement, kaum messbar. Und ich nehme immer oft das Beispiel, und das ist ein tatsächliches Beispiel aus der Praxis, dass ich meinen Kunden hatte, und das war noch vor Corona, da gab es noch gar kein Homeoffice letztendlich, der hat im Großraumbüro einen Roman geschrieben tagsüber und es hat keiner gemerkt. Also so viel zum Thema, inwieweit, was man kontrollieren kann. Engagement, ganz schwierig, eher die Ergebnisse. Hier, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist im zweiten Schritt eine Strategie von dieser Führungskraft. Und die Strategie, und das ist wichtig, ein bisschen einschätzen zu können, war, dass diese Führungskraft sehr engagiert ist und sagt, ich leide trotzdem. Und die war sogar da schon kurz davor, den Job hinzuschmeißen, weil sie sagt, ich bin sehr engagiert, ich mache das auch alles gern. Es gibt nur Zeiten, insbesondere weil mich nachts auch keiner fragt, wenn ich eine Nachtschicht habe und mich Erlaubnis fragt, möchte ich, wenn dann mal weniger los ist, auch die Zeit ohne schlechtes Gewissen nutzen. Jetzt muss man wissen, wie kam denn auch ein schlechtes Gewissen bei ihr noch extremer zustande? Weil ein Gewissen ist ja so eine innere Instanz, das ist per se ja gar nichts Schlechtes, sondern das warnt uns ja. Und bei ihr kam es zustande, ich habe sie dann gefragt, wo sie sagt, naja, ihre Führungskraft hätte dann mal in so einem Meeting gesagt, hier arbeitet ja jeder, wann er will, dieses letztendlich lockere, Stromberg würde sagen, laxe rumgearbeitet. Also er hat praktisch so eine Ansage an mehrere Führungskräfte gegeben, wo er signalisieren wollte, wir sind ja auch praktisch, haben eine Vorbildfunktion. Und das ist schon weitere Lernerkenntnis aus diesem Video für Sie. Es gibt viele, viele gute Gründe dafür, dass man praktisch mehrere Leute anspricht, wenn man so ein Signal loswerden möchte als Führungskraft. Nur sollte man hier immer abwägen, was man adressieren will. Denn das war hier der Klassiker, dass ich mir fast sicher war, weil ich auch deren Führungskraft kannte, dass diese Führungskraft überhaupt nicht gemeint war. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, wenn Sie in der Gruppe so eine Ansage machen, dass es streng genommen immer die Falschen hören, die gar nicht gemeint sind. Deshalb Lernerkenntnis für Sie als Führungskraft, wenn Sie Dinge stören an einzelnen Personen, dann nehmen Sie Abschied davon oder verabschieden sich von dem Gedanken, dass Sie so eine Rundansage machen und es würden dann die Richtigen verstehen. Hier bei der Strategie, die werden wir uns gleich anschauen, das ist entscheidend, dass wir erstmal drüber sprechen, was war denn hier das Setting, was war die Veränderung, die dieser Führungskraft sehr geholfen hat. Und dann im dritten Schritt werden wir noch drüber sprechen, wie Sie umparken können, weil es ist nicht nur eine technische Sache, dass Ihnen das gelingt, dass Sie dann mit einem guten Gefühl Ihren Freiraum nutzen, sondern es ist auch dafür ein Umparken im Kopf notwendig. Lassen Sie uns aber erstmal die Strategie anschauen. So,
wenn wir uns die Strategie als zweiten Schritt anschauen, war das hier in der Situation, ich hatte es ja angedeutet, dass praktisch dieses vermehrte schlechte Gewissen und dieses ich kann mir den Raum nicht nehmen, ja damit noch befeuert wurde, dass der Führungskraft, ihre Führungskraft so einen Rundumschlag gemacht hat. Und deshalb finde ich es wichtig, weil A, geht es mich nicht an, B, kann ich es nicht wissen, finde ich es immer wichtig, erstmal zu klären, ob vielleicht da irgendwas dran ist oder dass sie sich nicht in Sicherheit wiegt und die Führungskraft dachte wirklich, sie arbeitet so wenig, ich habe das alles für sehr ausgeschlossen gehalten und trotzdem finde ich es den sicheren Weg, hier erstmal ein Erwartungsgespräch mit der eigenen Führungskraft zu machen. Und jetzt kann ich es ja vorwegnehmen, es war natürlich so, dass dann die Führungskraft Rückmeldung gegeben hat, nee, im Gegenteil, sie hätte doch schon äußerst oft darauf hingewiesen, dass meine Kundin am Ende aus der Sicht ihrer Führungskraft ohnehin zu viel selber macht. Dann erkläre mich nicht mehr. Meine Kundin hatte oft so das Bedürfnis, wenn sie dann mal an irgendwelchen Tagen schon um 18 Uhr oder wann auch immer das Büro verlässt oder dann auch nicht mehr arbeitet, nicht mehr sofort reagiert, dass sie sagt, ich muss es dann erstmal jedem erklären und so weiter. Hier ist erklären, das hat sie eingeschränkt, weil, und auch das ist so, man darf sich ja streng genommen erklären, nur sie hatte so ein Störgefühl und sie erinnern sich, dass ich ihnen erzählt habe, dass ist jemand, der sehr engagiert ist und sie sagt, ich möchte einfach, wenn ich viel leiste und dann auch manchmal viele Überstunden mache, dann nicht umgekehrt mich noch erklären müssen. Also das ist so ein inneres Thema gewesen. Dann ganz entscheidend, klären Sie Erreichbarkeit anstelle zur Verfügbarkeit. Hier war es nochmal wichtig, dass sich die Führungskraft, meine Kundin, verinnerlicht hat, dass sie sagt, naja, stimmt, ich bin ja erreichbar. Ich schließe ja auch, also weder das Büro zu manchmal, noch bin ich dann nicht mehr erreichbar über mehrere Tage, sondern mein Handy lasse ich bis zu einer gewissen Uhrzeit sowieso immer an und wäre dann, wenn die Hütte brennt, und das war ihr sehr wichtig, dann auch erreichbar. Und führe bei Termineinladungen. Auch das macht ja von deren Team niemand freiwillig oder niemand bösartig. Sie sagt halt, naja, sie hatte auch so letztendlich so ein Zwiespalt, wenn sie dann zu einem Meeting eingeladen wurde an einem Tag, wo sie gern freigenommen hätten oder früher freigenommen hätte, dass sie sich dann gescheut hat, diese Einladung abzulehnen. Und das ist eine Haltungssache, auch eine Spielregel, dass wir einen Weg gefunden haben, weil sie hatte so einen besonderen Tag, wo sie früher nach Hause gehen wollte, eine Regelung für einen Blocker gefunden, dass sie sich gut damit gefühlt hat, auch zu gewissen Zeiten auch keine Termine von ihrem Team mehr anzunehmen. Jetzt, und das ist was Entscheidendes, das ist nur ein Stück weit Technik. Jetzt sollten wir noch ein paar Grundgedanken uns anschauen, damit es Ihnen leicht fällt und damit Sie umparken können im Kopf und Sie mit gutem Gefühl Ihren Freiraum nutzen können. Dieses Umparken im Kopf. Und dazu sind drei Dinge ganz entscheidend. Grund Nummer eins, sich mal vor Augen zu führen, für was werden denn Führungskräfte überhaupt bezahlt? Führungskräfte werden nicht für ihren Aktionismus bezahlt. Führungskräfte werden auch nicht dafür bezahlt, letztendlich für die Anwesenheit und auch nicht für die Erreichbarkeit, sondern Führungskräfte werden zum einen nach Ergebnis und für, also praktisch für den Wertbeitrag für diese Ergebnisse bezahlt. Zweiter wichtiger Punkt, auch sich das zu verinnerlichen, es braucht auch für Führungsrollen eine gewisse Kreativität letztendlich. Und wie entsteht denn Kreativität? Kreativität entsteht nicht dadurch, dass man immer bis an seine Grenzen geht. Dann ist überhaupt eine gute Leistung oder die bestmögliche Leistung, wenn man permanent am Limit ist, nicht machbar, sondern Kreativität entsteht aus einer Mischung von Leerlauf, wo die Gedanken sich sortieren können letztendlich, und einer Mischung aus Inspiration, also diese beiden Dinge. Und für eine Führungsaufgabe, und wenn Sie
bestmöglich agieren wollen, ihr ganzes Potenzial nutzen wollen, ist es wichtig, dass sie auch ein Stück weit immer mal einen Abstand haben, um wieder neue kreative Gedanken zu kriegen. Der dritte Punkt, und das war das, was hier für die Kundin, und das ist, prüfen Sie kritisch, was daraus für Sie am wichtigsten ist, für die Kundin praktisch so die Erleichterung gebracht hat. Das ist zum einen, das ist das, was ich eben angesprochen habe, sie setzt ein Virus der Überarbeitung. Und das gibt es in ganz vielen Unternehmen. Meine Hypothese ist, dass es auch damit zu tun hat, dass man streng genommen das Engagement von Führungskräften nicht so leicht messen kann. Und deshalb ist es für Führungskräfte aus Sicherheitsgedanken immer so wichtig, Aktionismus und dass jeder weiß, was sie den ganzen Tag tun und so weiter und so fort, aus dieser Urangst heraus. Und deshalb ist es doch wichtig, praktisch auch dem gegenzusteuern, diesem Virus der Überarbeitung. Denn wenn Sie permanent an Ihre Grenzen gehen, dann sind Sie nicht in der Lage, wirklich letztendlich High-Level-Leistung abzuliefern. Und dann kommt aber noch ein wichtiger Punkt dazu, über den wir unbedingt sprechen sollten. Nicht nur, dass Sie darüber reden, wie es dann Ihnen damit geht, dass Sie sich das gönnen und dafür sorgen, rechtzeitig Bremse zu generieren, bevor Sie sich völlig verausgaben und sich überarbeiten, sondern als Führungskraft prägen Sie ja am allermeisten die Kultur. Und dann ist auch die Frage, wollen Sie diese Kultur prägen im Unternehmen, dass man freitags das Spiel spielt, wer ist am erschöpftesten? Und die Frage ist auch, wollen Sie eine Kultur prägen, in der diese Produktivität, nachhaltige Produktivität, nicht mehr machbar ist und haltbar ist? Und hier war das so krass, dass diese Führungskraft sagt, ja stimmt, wir haben eher Probleme, wenn wir Führungspositionen im Unternehmen besetzen wollen. Warum? Ja, die Führungskraft sagt so schön, naja, viele sagen, naja, für das, was ich dann mehr an Verantwortung habe, was ich dann mehr als Gehalt bekomme, was dann aber mehr von mir abverlangt wird, dass ich Tag und Nacht fürs Unternehmen da bin, da habe ich gar keine Lust, so eine Führungsrolle zu übernehmen, auch wenn mir es vielleicht inhaltlich viel Spaß machen würde. Das heißt, wenn Sie permanent auch das Bild vermitteln, dass man nur als Führungskraft bestehen kann, wenn man Tag und Nacht arbeitet, dann ist es die Frage, ob Sie dann praktisch eine Kultur mitgestalten, dass so eine Führungsrolle für andere und für junge Talente überhaupt attraktiv ist. Was heißt das jetzt für Sie? Für Sie heißt das, dass Sie verinnerlichen und sich die Erlaubnis geben, praktisch, weil wenn Sie dann schon nicht arbeiten, dann wird ja sowieso nichts geschafft. Dann wäre es ja jammerschade, wenn Sie dann die Zeit nicht genießen und dann ein schlechtes Gewissen hätten. Es ist ganz, ganz entscheidend und das ist was, was man nicht an ein Unternehmen delegieren kann, sondern es ist auch was, was man kaum delegieren kann. Inwieweit kann man, sorgt man auch selber gut für sich? Das heißt, sich bewusst zu machen, wofür werden Sie bezahlt? Ausschließlich letztendlich Wertbeitrag und der wird besser, wenn Sie nicht permanent in Ihre Grenzen gehen. Wie können Sie Ihre Kreativität, wie können Sie die steigern? Das funktioniert auch nur, wenn Sie hier eine gute Dosis Freizeit, eine gute Dosis auch neue Inspiration haben. Und welche Kultur wollen Sie prägen? Was wollen Sie mitgestalten? Jetzt habe ich aber noch einen Geheimtipp für Sie. Und zwar, es kann ja gut sein, dass Sie sagen, stimmt, ja, macht Sinn alles, habe ich gar nichts dagegen einzuwenden. Ich habe trotzdem noch Sorge, dass ich nicht alle Projekte fertig kriege und dann doch letztendlich viel zu viel selber arbeite. Und da wäre es doch eine Überlegung, und das ist die intelligenteste Form der Arbeit, ist Delegation, dass Sie sich das rechts neben eben schon eingeblendete Video anschauen, weil da kriegen Sie auch noch ein paar Kniffe, wie Sie, wenn Sie das überzeugt, das dann auch erleichternd in die Praxis umsetzen können, so damit Sie mit einem noch besseren Gefühl Ihren Freiraum genießen können. Von daher freue ich mich, wenn wir uns gleich in diesem Video sehen. Bis dahin ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Jansen.